Herzlich willkommen, liebe Zuseherin, lieber Zuseher. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich besonders auf meinen heutigen Gast, ein Wiederholungsgast, Stefan Österreicher. Und heute geht es auch um Palmblatt-Bibliotheken, aber um ganz spezielle. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Hallo, liebe Michelle, freue mich sehr, über dich hier zu sein. Ich freue mich auch. Mein Lieber, ich habe vor kurzem einen Newsletter von euch bekommen und ja, da habe ich was ganz Interessantes gelesen. Es gibt nicht nur die Palmblatt-Bibliotheken in Indien, sondern, magst du erzählen? Es gibt auch Palmblatt-Bibliotheken in Bali. Vielleicht fange ich erstmal mit der Geschichte an. Der Legende nach wurden nämlich die Palmblätter vor langer Zeit vom Süden von Indien, von Tamil Nadu aus, erst in Indien und dann aber auch in ganz Südostasien verbreitet. So kamen auch einzelne Bibliotheken nach Sri Lanka, aber unter anderem auch nach Bali. Und haben dann dort so ihren eigenen Flavor, ihren eigenen Geschmack gefunden. Die sind nämlich sehr verschieden von Indien, die Palmblatt-Bibliotheken auf Bali. Dort gibt es auch verschiedene Leser und verschiedene Bibliotheken, die sich auch sehr unterscheiden von den indischen Bibliotheken, die ja sehr männerdominiert sind. Als ich nämlich in Bali war, dann war ich erst, ich zeige es gleich mal, während ich darüber spreche, und zwar war ich bei einem Palmblattleser am Berg Agung. Den sieht man hier rechts. Das war wirklich ein sehr, sehr tiefer Mensch, der einen Großteil der Lesung, den er für uns gemacht hat, war in tiefer Meditation und hat dann manchmal in Trance bisschen die Augen geöffnet und gesprochen. Das war ein ganz besonderer Mensch. Das war eine richtig tolle Erfahrung. Ihr das während der Lesung. Das hat mich auch ganz, ganz tief berührt. Und in dieser Lesung, da ging es genauso wie in Indien um die zukünftige Lebensgeschichte. Wir haben natürlich auch versucht, ob wir Interesse hatten, mit uns zu arbeiten. Allerdings sind die dort sehr, ich würde sagen, technikfremd. Also eine Online-Lesung war keine Option, aber das hat ja auch was ganz, ganz Besonderes. Ja, also ich fand es auch irgendwie schön, wie sehr der noch wirklich diese alte balinesische Kultur und die Kunst des Palmblattlesens total verinnerlicht hat. Aber gute Nachrichten, wir waren auch noch bei einer anderen Bibliothek, und zwar im Norden von Bali, die von diesen wundervollen Frauen, die beiden in der Mitte, geleitet werden. Und es hat ein ganz anderes Gefühl als die eher männlich geprägten Bibliotheken in Indien. Es hat was viel Weicheres, Heilenderes. Und vor allem in der Schönheit von Bali, da hat es richtig hingepasst auch. Diese Bibliothek, die sieht auch ganz anders aus als in Indien. Ihr seht schon im Hintergrund, alles total organisiert, ne? Geordnet. So richtig, wie man sich das vorstellt in einer Bibliothek, auch in Deutschland, in Europa. In Indien ist das alles ein großes Chaos. Hier wurden die Palmblätter schon vor langer Zeit auf Bücher übertragen. Und die sind auch eher nicht so individuell ausgerichtet, sondern die Lesungen beziehen sich eher auf gewisse Grundqualitäten eines Menschen. Und vielleicht fange ich mal so an, dass die Lesungen in Indien auch nicht mit dem Daumenabdruck beginnen, wie in Indien, sondern dort gibt man schon vorher seinen Namen, Geburtsdatum ab und auch ein Bild. Und das Bild dient der Leserin dazu, sich schon vorher auf den Menschen einzustimmen. Hier sieht man auch auf der rechten Seite ist die Leserin, die Ayu, auch ganz, ganz tiefsinniger Mensch. Und auf der linken Seite die Sri, die glücklicherweise viele Jahre in Österreich gelebt hat und dadurch fließend Deutsch spricht. Sehr, sehr hilfreich. Und die Sri, die übersetzt dann, was die Ayu sagt, auf entweder Englisch oder auch direkt auf Deutsch. Natürlich sehr hilfreich. Und in diesen Lesungen, da geht es eher so um die energetischen Charakteristiken eines Menschen und auch die Energien, die die Seele schon mitbringt in diese Inkarnation. Und wie man das Potenzial dann voll entfalten kann. Also es geht nicht so sehr um die Zukunft und wie der Weg sich entfaltet, sondern ja, um all diese energetischen Spezialitäten, die wir alle mitbringen, mit unseren Talenten und unseren Schatten und wie wir mit denen umgehen können. Ich sehe doch, die Palme, die sehen auch ein bisschen anders aus. Sie sind nicht nur beschrieben, sondern da sind auch viele Symbole drauf. Was ich ganz besonders fand in dieser Bibliothek, gleich wenn man reinkommt, kommt man in ein kleines Museum über die Palmblätter. Denn diese ganze Bibliothek, die auch von der balinesischen Regierung finanziert wird, die hat auch die Aufgabe, diese Kunst
des Palmblatt Schreibens und des Lesens zu bewahren und zu verbreiten. Und es war auch richtig interessant, weil in Indien, da ist das nicht so strukturiert. Da muss man sich das Wissen an allen Ecken so irgendwie zusammensuchen. Und das war richtig toll, dort in einem Museum das alles auf einmal so richtig präsentiert zu bekommen. Und es war auch eine ganz, ganz schöne Erfahrung, dieser Tag, den wir dort zusammen in der Bibliothek in Bali verbringen durften. Jetzt habe ich hier auch nochmal die Unterschiede aufgeführt zwischen den Palmblatt-Lesungen in Indien und den Palmblatt-Lesungen in Bali. Und zwar in Indien läuft es über den Daumenabdruck. Über den Daumenabdruck wird das Palmblatt identifiziert. In Bali wird es durch den Namen, das Geburtsdatum und ein Foto von den Menschen schon vorher gefunden oder identifiziert. Dann in Indien findet das alles live auf Zoom statt. In Bali, da ist es logistisch schwierig. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir dort einfach nur die Videoaufzeichnung machen und dann den Menschen zuschicken, weil wir vorher nie wissen, wann die dann die Lesung machen können. Die sind ein bisschen spontan, würde ich sagen. Und dann in Indien ist es eben live, dass das Palmblatt erstmal identifiziert und dann auch gelesen wird. Und in Bali wird es schon vor der Lesung identifiziert. All das Wissen wurde in Bücher übertragen und die eigentliche Lesung, die findet teils auch von Büchern statt, in denen bestimmte Charakteristiken erklärt werden, die den Menschen zugeordnet werden. In Indien kann das bis zu 2, 3, manchmal auch bis zu 4 Stunden dauern, der gesamte Prozess der Lesung. Und in Bali ist es viel kürzer, da ist die eigentliche Lesung, die dauert nur so 20 bis 60 Minuten. Und beschreibt eben die Charakteristik der Seele und gibt Ratschläge, wie man sein Potenzial entfalten kann. Während es in Indien wirklich um den gesamten Lebensweg geht, bis zum Ende des Lebens. Und auch Ratschläge gibt, wie man gewisses Karma reinigen kann. In Indien geht es auch nicht nur um einen selber, sondern um alle wichtigen Familienmitglieder, Partner, Eltern, Kinder, Geschwister. Während in Bali, da geht es nur um einen selber. Der Preis, also wenn man bei uns die Lesung bucht, der ist auch sehr verschieden. In Bali, der kostet 150 € plus die Mehrwertsteuer. Und in Indien, je nachdem, auf Englisch oder Deutsch, zwischen 279 und 317. In manchen Ländern plus Mehrwertsteuer, in der Schweiz nicht. Deswegen muss man es so darstellen. Also der Preis ist auch sehr verschieden. Genau, das sind die Unterschiede der Lesungen in Indien und in Bali. Ich empfehle meistens, die Lesungen in Indien zu machen, weil die sehr ausführlich ist und wirklich auch diese Ratschläge gibt, wie man dann ganz konkret Karma reinigen und transformieren kann. Die Lesungen in Bali, die ist eher so eine interessante Erfahrung, wenn man die dazu machen möchte, aber Indien ist noch mal tiefer und kompletter. Deswegen empfehlen wir meistens erstmal die Lesung in Indien zu machen. So, kurze Einführung mit vielen Bildern. Vielleicht hast du ja Fragen dazu, liebe Ja, Mensch. naja, als Ergänzung zur indischen wäre Genau. eine Möglichkeit, ja. Und ich finde es schön, es war ja, also ich habe meine schon erlebt, meine indische, und da war ja auch einiges an Charakterbeschreibungen, an Eigenschaften. Aber das zu vertiefen ist nie verkehrt. Und vor allem, ich finde also schön, die Ergänzung, die weiblichen Leserinnen und Übersetzerinnen und die männlichen. Also ich will da jetzt nichts werten, aber es ist ein schöner Ausgleich irgendwie. Und ja, also die Aufnahme, wenn man kriegt, ist ja wunderbar. Das ist immer ganz wichtig, wenn man sich mehrmals anschauen und anhören kann. Also ich habe meine Palmblatt-Lesung, ich habe sie auch schon veröffentlicht. Wenn dieses Interview rauskommt, dann gibt es sie schon als Kostprobe quasi. Und ich habe mir die immer wieder angehört, weil interessanterweise man hört immer wieder neue Dinge. Ja? Es ist einfach sehr, sehr dicht, sehr intensiv. Und da ist es schön, die Aufnahme zu haben. Ja? Also ganz spannend. Wir haben im Vorgespräch, hast du gesagt, da gibt es ein bisschen längere Wartezeiten. Ja, momentan sind es um die 6 Wochen. Das kann aber auch schnell bis zu 10 Wochen werden, weil wir da nur ganz begrenzte Kapazität haben. Die können pro Woche nur 2 bis 3 Lesungen mit uns machen, weil die auch vor Ort viele Klienten haben. In Indien haben wir ein ganz großes Team, auch sowohl in Indien als auch von Übersetzern machen wir viele Lesungen am Tag. In Bali nur tatsächlich 2 die Woche, also ganz großer Unterschied. Kann sich ja ändern. Kann man ja beim Universum bestellen, dass sich Stimme. auch erweitern. Das hoffe ich auch.
Ja, na, ich finde das total spannend und ich sage mal danke, weil ich finde alles spannend, was uns hilft, uns selbst ein bisschen kennenzulernen und vor allem, so wie du gesagt hast, das eigene Potenzial zu erkennen. Denn wir sind da, unsere Lebensaufgabe ist es, dieses Geschenk, das in uns schlummert, auch wirklich zu erkennen und zu entfalten. Und alles, was uns dabei hilft, ist wertvoll. Ne? Das stimmt, ja. Danke dir. War schön Sehr wieder. Und gerne. vielleicht gibt es wieder ein Thema, wo wir uns Ja. treffen. Würde mich freuen. Alles Liebe dir. Alles Ja, Liebe. und dir danke fürs Dabeisein wieder, fürs Zusehen, fürs Mitschwingen und vielleicht, wenn du Appetit bekommen hast, sei geduldig, es dauert ein bisschen länger, aber ich meine, ich denke, wenn wir auf etwas warten, was wertvoll ist, dann ja, Vorfreude ist ja eine sehr schöne.